Obolensky aus der Verbandsprämie Stute Atemlos von Arpeggio und der selbst sporterfolgreichen Bialotta von Pluspunkt Weinberg dahinter und dann die Peggy Sue von Pilot und die Diana von Direx. Welch ein westfälisches Pedigree. Leistungsblut durch und durch. Das Fliegen ist bereits genetisch verankert, meine Damen und Herren. Hier steht er vor Ihnen, Koros. Und wir wollen uns heute Morgen einfach Ruhe und Zeit nehmen. Und ich denke, mit aller Ruhe wollen wir ihn präsentieren im Seitenbild, ein Sportler durch und durch. Was seine elastischen Springmöglichkeiten angeht, das werden wir uns gleich anschauen. Aber das kommt ja auch nicht von ungefähr. Vater Kornel Obolensky, einer der weltweit besten Springpferdefeierer. Darüber braucht man gar nichts mehr zu sagen, denke ich. Er brachte an die 300 S-erfolgreiche Springpferde, fast 8 Millionen Euro Nachkommenleben Gewinnsumme. Das steht für Kornel Obolensky. Kornel Obolensky, der neue Pilot der Westfalen. So ist es ja mal beschrieben worden, meine Damen und Herren. So. Junge, das wird deine Aufgabe in Zukunft sein. Schau genau hin. Das ist das Hindernis und für dich gilt es immer oben drüber. Die Mutter Atemlos ist Vollschwester zu Apollo, der international mit dem Dan Morton Gramm unterwegs war, und Muttervater Arpeggio hier im nordrhein-westfälischen Landgestüt zu Hause, dieser Akkordsohn, meine Damen und Herren, auch er längst über allen Dingen. Ohlala, das war jetzt aber nur zum Lockermachen. Arpeggio selbst, das wissen Sie alle, in vielen, vielen internationalen Nachkommen. Die All-Inclusive mit Marco Kutscher, Ludger Beerbaum, Dennis Lynch unterwegs gewesen, allerdings mit Marco Kutscher, Akkomet, der inzwischen auch nicht mehr im Sport ist, mit Theo Muff so erfolgreich unterwegs war. Alles Nachkommen. Das hat er hier. Und dann im weiteren fallenden Stamm die Großmutter Pialotta, die selbst im Sport erfolgreich war. Und jetzt Konzentration hier zu groß. Hast du das gehört, Wilhelm? Beim zweiten Sprung machen deine westfälischen Gäste schon, boah, das kenne ich so gar nicht. Und immer wieder diese Ruhe und Gelassenheit, da ist kein Rumtänzen, da ist kein Tanzen, kein gar nichts. Der ist hochkonzentriert auf das, was ihn erwartet. Das ist seine Aufgabe. Und er weiß ganz genau, der will nicht ankommen. Ich habe mir gerade gesagt, dass die Mutter bis schwere Klasse platziert ist. Auch die Mutter ist im Sport hochplatziert. Vielen herzlichen Dank für die Info. Schön, dass der Züchter hier ist. Werner Busch-Siedeke aus Riedberg. Herzlich willkommen. Und Joachim Rosendahl aus Odenthal.
Als Schnäppchen haben sie es damals erworben, dieses feine Fohlen von Colonel Obolensky, Arpeggio Pluspunkt, dieser Hengst, der heute auf den Namen Chorus hört und hier aufgestellt in Münsterallbach. Ja, das ist natürlich immer der Hinweis auf diesen tollen Fohlenauktion in Münsterhandorf. Dort findet man dann solche Stars. Erkennen muss man sie, Fantasie muss man haben, dann müssen sie gut aufgezogen werden. Und wenn dann alles stimmt, dann gibt es eben so etwas wie Chorus. Er springt sensationell. Jana, und gleich ist dein Job, ne? Wenn er den nächsten Sprung richtig gut macht, einen richtig tiefen Schluck aus der Pulle und dann ist hier ein Eimer Hafer. Sensationell. Und jetzt wollen wir Sie sehen, meine Damen und Herren, die Besitzer dieses Hengstes, Ursula und Joachim Rosenthal. Bitte kommt einmal zu eurem Hengst. So, wir haben noch Zeit, ist doch Sonntagmorgen. Herr Busch, Sie Wenke, kommen Sie auch zu uns. Züchter, Besitzer und den Hengsthalter, alle zusammen hier. Chorus. Der Ehemann Phil, der kommt auch gleich. Das ist alles gut. Aber jetzt stellt euch mal alle zusammen zu diesem Hengst. Wie kriegen wir das denn jetzt? Der kann sich doch nicht selbst filmen. Wenn du ein schönes Foto gemacht hast, könntest du dann von ihm einmal die Filmkamera nehmen? Da kommt der, guck, auch ein Riesenteil. Jetzt muss der auch noch klettern. Wir brauchen die Kamera. Wir brauchen die Kamera. Sie werden jetzt gefilmt. Das kannst du, ne? So. Weil die brauchen das für Familienalbum. Da musst du irgendwo drauf. Ich weiß auch nicht genau. Wenn es nicht klappt, ist ja nicht schlimm, aber wir haben uns ja alle Mühe gegeben, okay? So. Jetzt können Sie mal in Ihre Kamera lächeln. Das ist Ihre Kamera. Ja, das haben wir alles vorbereitet. Herrlich, oder? Und wie cool dieser Hengst ist. Der lässt sich ja überhaupt nicht stoppen. Er bringt eigentlich alles mit, was ein Sportler für morgen und übermorgen haben muss. Er hat die Nerven, die Drahtseile, Springvermögen, sensationell. Philipp, du freust dich schon, ne? Ja, würde ich auch an deiner Stelle. Toll. Flugzeug im Hause Holkenbrink, meine Damen und Herren. Danke, Ursula und Joachim Rosenthal. Herzlichen Glückwunsch, den großartigen züchterischen Erfolg, Familie Busch-Zimeke. Und alles, alles Gute für die Zukunft, für Chorus.